Hallo schön zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist Release und Hopzeit bei CC Design und nicht nur. Ich zeige euch auch ein paar ältere Stempelsets aus dem CC Design Sortiment, die ich mir ausgesucht habe. Also Release Preview, Hop Video und Bastelhaul kann man das gut nennen. Aber nichtsdestotrotz, auch eine wichtige Sache passiert in diesem Video. Im letzten solchen Video, also ungefähr vor einem Monat, als das vorherige Release von CC Design ich euch gezeigt habe, habe ich noch angekündigt, ich habe mich entschieden, eins der Stempelsets, gesponsert von CC Designs, auch zu verlosen. Und in diesem Video findet also gegen Ende des Videos die Verlosung statt. Wir finden heraus gemeinsam mit euch, wer die jeweilige Gewinnerin ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich zeige euch in diesem Video die ersten, also die neuen Stempelsets sowie erste Karteninspirationen von mir damit und ein paar ältere Stempelsets, die ich mir ausgesucht habe aus dem älteren Sortiment. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den älteren Stempelsets an und das sind die vier hier. Das erste hier heißt Four Seasons Boys. Hier haben wir vier Jungs, so wie im Namen vom Set. Es steht, die sind unterschiedlich angezogen, so wie man auf den ersten Blick dann sieht. Man kann den direkt dem Winter zuordnen. Der Kleine hier würde ich direkt dem Sommer zuordnen, wegen seinen coolen Flipflops und dem Tanktop. Bei den zwei hier würde ich eher hier Frühling und Herbst, wegen den coolen Switcher. Aber nichtsdestotrotz könnte man die auch wunderschön für Karten aller Art verwenden und für also in Richtung eher Jungskarten habe ich lange auf meine Wunschliste gehabt. Da war mal Zeit, dass er zu mir nach Hause einzieht. Und passend zu den Boys mit den vier Jahreszeiten habe ich mir gedacht, können auch mal die vier Mädels auch aus derselben Serie, würde ich mal sagen. Four Seasons Girls heißt das Set. Die dürften auch mit zu mir einziehen. So, hier haben wir auch dann vier Mädels, die entsprechend den jeweiligen Jahreszeiten dann angezogen sind. Man kann die wunderschön miteinander kombinieren oder einzeln verwenden. Wie gesagt, das ist passend für Karten, für so Jugendliche, für so Teenager. Wenn ich sowas werkle oder das im Auftrag kriege, habe ich mir gedacht, dann wäre dann gut, auch sowas auf Vorrat zu haben. So, in diesem Sinne, ja, ein bisschen ein Stempelset in Richtung eher Rente oder die süßen Omis und Opis. Ja, also man schenkt ja nicht nur Karten zu Jugendlichen, zu Geburtstagen etc. Unsere Omis und Opis verdienen auch so eine kleine Aufmerksamkeit. Und wenn man damit irgendwie so ein bisschen die Karte noch personalisieren kann, habe ich mir gedacht, ist das ein wirklich sehr, sehr süßes, niedliches Set mit paar Omas, Opis, Oma und Opi, ein Pärchen, was sich so süß kuschelt. Dazu gibt es im Shop noch ein anderes Stempelset mit, wenn ich mich nicht irre, ja, mit paar mit anderen Pärchen und andere Omis und Opis, werde ich mir aber, glaube ich, das nächste Mal auch noch besorgen. Dieses Stempelset heißt Grandparents. Hier haben wir eine Oma mit einer süßen Katze, eine Oma, die einen leckeren Kuchen hier gebacken hat, oder einen süßen Opa mit einem Puppy hier kuscheln in der Ecke. Und natürlich passende Sprüche haben wir dazu. Zu den zwei vorherigen Sets, die ich euch gezeigt habe, mit den vier Jahreszeiten, jeweils die Mädchen und die Jungs, gibt es leider keine passende Sprüche, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Dafür haben die zwei Sets wirklich wunderschöne Größe, so wie ihr sehen könnt, ne? Also eine ist ungefähr so groß wie mein Zeigefinger. Ja, dafür ist es wirklich wunderschön zu kolorieren, sowohl mit Polychromos als auch mit Copic Marker beispielsweise.
Hier haben wir dann aber folgende Sprüche: to the best, hugger around, I love you, happy grandparents day und dann XOXOXO. Kann man auch wunderschön alleine nutzen für Kuschelprojekte beispielsweise, einfach für Liebesprojekte. I love you ist auch etwas sehr gängiges. Okay, hier Happy Grandparents Day. Ich weiß jetzt nicht, hier in Deutschland ist mir das nicht so gängig, dass man das Happy Grand, also Großelterntag, ja, Feiertag gibt. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren zu diesem Video, wenn ihr was mehr darüber wisst. Ihr wisst, wie ich meine. Genau, und das letzte ältere Stempelset, was dieses Mal bei mir einziehen dürfte, ist es diese eine Swissy Boy hier mit einem Pizzastückchen in der Hand. Dieses Stempelset heißt Dean Swissy und hier haben wir, wie gesagt, den süßen Jungen, der hält übrigens hier in seiner Hand so einen PlayStation-Controller. Kann man auch wunderschön für Karten zum Geburtstag von Jungs, die PlayStation beispielsweise spielen mögen oder Pizza. Pizza-Fans kann man das wunderschön nutzen. Und hier haben wir zwei Sentiments-Sprüche dazu. I'd pause my game for you. Bedeutet ja wirklich besonders viel, wenn man das von einem Gamer hört übrigens. Und dann play, eat, chill, repeat. Auch wunderschön für beispielsweise Netflix-Fans, ne? Weil Netflix und Chill, ja, so kenne ich den Spruch beispielsweise. So, das sind die vier ältere Stempelset, die ich mir ausgesucht habe dieses Mal. Und jetzt kommen wir zu schon ein bisschen spannenderen Teil von diesem Video. Die vier Sets tue ich mal zur Seite und ich zeige euch eins nach dem anderen, glaube ich, die neuen Stempelsets. Das erste hier ist vom Preview Day 1 gewesen, heißt BFF. Hier haben wir einmal Wednesday und ihre beste Freundin Enid. Genau, also das ganze Release dreht sich um das Thema Wednesday und ja, das entstand als ja, es stammt aus der Serie sozusagen, weil sie so berühmt ist und sehr, sehr cool. Und ja, so kam Christine auf die Idee, dann die Motive aus der Serie zu zeichnen. Und wir Mädels aus dem Design-Team freuen uns wirklich sehr, mit diesen Stempeln werkeln zu dürfen. Wir mögen die Serie sehr, sind schon, ja, also ich habe persönlich die komplette Serie durchgesuchtet, wenn man so sagen darf. Sobald es raus war bei uns im Netflix, habe ich das sofort alles wie auf einem Schlag für 2-3 Tage, wenn ich mich nicht irre, geschaut. Ich bin absolut sehr, sehr großer Fan. Und ja, die Mädels aus dem Design-Team auch. Und wir haben wirklich sehr, sehr interessante Beispiele, Kartenbeispiele damit gewerkelt. Schaut unbedingt bei meinen Teenies für Karteninspiration damit. So, in diesem Stempelset haben wir also die zwei beste Freundinnen, passend auch zu dem Namen. Wir haben hier auch das eiskalte Händchen, dürfen wir ja nicht vergessen. Immer wenn wir über Wednesday reden und dann natürlich passende Sprüche dazu: for my bestie, let me give you a hand, in a world full of Mondays be a Wednesday. Übrigens, diesen Anspruch habe ich auch für meine erste Karte verwendet, die ich an dem ersten Preview Day gezeigt habe. Dann haben wir hier: hello my little black cloud, you have your own path to blaze. Und zu guter Letzt: I'm not in a bad mood, this is just me. So, übrigens, diese Sprüche kann man nicht nur mit diesen Stempelsets, also mit diesen zwei Motiven nutzen. Ich würde sagen, auch die anderen Stempelsets aus dem Release lassen sich wunderschön damit kombinieren. So, gehen wir zu Tag Nummer 2, würde ich mal sagen. Genau. Und das ist Das war also Stempelset Family. Genau, hier haben wir einmal die Mami, dann, wie war sein Name? Gomez.
Gomez, der Papa von Wednesday, ihr Bruder und Onkel Festa. So, die Motive habe ich übrigens auch schon koloriert. Leider hatte ich keine Zeit, sie zu verbasteln auf einer Karte, aber das kommt demnächst. Übrigens, wenn ihr einige von diesen Sets ja gemeinsam, wenn ihr wollt, dass wir die gemeinsam verwerkeln oder sogar gemeinsam zu kolorieren, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren zu diesem Video. Ich versuche das entsprechend zu organisieren, so für nächste Woche. Genau. So, dann haben wir hier auch noch der Onkel Festa und der kleine Bruder. Die habe ich auch schon vorbereitet. Ja, alles übrigens wieder in diese Polychromos No Line Coloring Fever koloriert. Ich muss sagen, ich mag das gerade wirklich sehr. Es nimmt leider wirklich viel mehr Zeit in Anspruch als meine Koloration bis jetzt mit den Copics. Ich meine, Copics kann ich soweit gut beherrschen in dem Sinne, aber hier die Farbenfindung, die Schattierungssetzung etc. dauert noch ein Stückchen länger als sonst. Aber es tut mir wirklich sehr, sehr gut und ich entspanne dabei wirklich sehr effektiv. Und für mich ist das absolut das Wichtigste dabei. Ich habe Spaß und ich fühle mich gut dabei und belade mich mit positiver Energie. So, ist das nicht ein Träumchen? Genau. So, zu guter Letzt, nein, eigentlich falsch ausgedrückt. Hier kommen wir zum nächsten dritten Stempelset aus dem Wednesday Release. Hier haben wir das Stempelset Freunde. Übrigens, dazu hat meine liebe Nina auch schon, also Nina von Ninas Kreativreich, auch etwas ganz Süßes, auch in No-Line-Coloring-Technik koloriert mit ihrem Polychrom. Sie ist ja eigentlich meine Poly Queen. Genau. So, schaut unbedingt bei ihr auch vorbei, was sie so Tolles damit gewerkelt hat. Genau, so, das ist das dritte Stempelset aus dem Release. Wir haben hier, ja, ich will euch eigentlich nicht verraten, wer ihr bester Freund ist oder wer auch nicht und so weiter. Schaut euch auf jeden Fall mal die Serie an, wenn euch das interessiert. Hier seht ihr einige interessante Charaktere einfach auch aus der Serie. Die kann man auch wunderschön nutzen, nicht nur in Verbindung mit der Serie oder so. Man kann beispielsweise den kleinen Süßen hier verwenden für jemanden, der Kaffee liebt oder jemanden, der so ein bisschen mürrisch guckt, hier wie der kleine Kumpel etc. Und hier haben wir auch noch zwei Sentiments-Sprüche dazu, passend zu dem Thema Freunde. Friends to the end und der zweite Spruch, Friends make everything better. So. Das war dann das dritte Set und jetzt kommen wir zu guter Letzt zu dem vierten Stempelset in diesem Release. Das ist dieses Stempelset mit Miss Wednesday Adams selbst. Ja, hier sehen wir sie in vier diversen Szenenausschnitten, sage ich mal, aus dem Film. Die absolut berühmteste ist es der Dance von Wednesday. Hier haben wir auch den passenden Spruch dazu. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Also abgesehen davon wollte ich heute ja nicht singen, deswegen habe ich das einfach mal vorgelesen. Vielleicht das nächste Mal. Ne? genau, ich möchte euch ja nicht damit belasten, dass ich hier singe. Aber genau, dann haben wir hier Miss Wednesday, wenn sie Snap macht, typisch für Adams Family und die Fans unter euch, die das kennen, auch wenn die Wednesday-Serie nicht bekannt ist bis jetzt. Und dann haben wir hier Miss Wednesday, die Geige, ne, das ist keine Geige, ich muss sagen, Cello. Ich glaube, das ist Cello, was sie hier spielt. Ja, auf jeden Fall hier die musizierende Wednesday. Und this is my happy face. Eiskaltes Händchen haben wir hier natürlich, wie gesagt. Wie immer, wenn wir Miss Wednesday irgendwo haben, darf das kalte Händchen nicht fällen. So, und dann haben wir Miss Wednesday mit ihrem typischen, Wednesday Vibes Look. So, diesen Blick kann man eigentlich mit diesem einen Spruch auch wirklich wunderschön kombinieren aus dem ersten Stempelset aus diesem Release, was ich schon gezeigt habe. I'm not in a bad mood. This is just me. Genau, könnte man damit verwenden. Und hier die paar Motiven aus dem Stempelset habe ich auch bereits schon vorkoloriert und somit vorbereitet. Hier die Miss Wednesday mit Snap
Bewegungen mit den Händchen. Dann haben wir hier Miss Wednesday, die zur Schule geht. Dann Miss Wednesday, die musiziert, haben wir gesagt. Positioniere ich mal hier. Und dann kann ich euch mal zeigen, ein Projekt, was ich vor kurzem auch noch angefangen habe. Das ist die vierte Miss Wednesday aus dem vierten Stempelset in der Dance, während sie tanzt einfach mal. So, das ist aber noch nicht fertig. Komme ich hoffentlich, nachdem ich das Video gedreht habe, für euch dazu. Wie gesagt, solche Kolorationen mit Polychromos und vor allem mit No-Line-Coloring-Technik nehmen wirklich viel Zeit in Anspruch. Aber vor allem hier ist zusätzlich die kleine Herausforderung, weil alles so dunkel ist, ne? Und man möchte im gleichen Zug, auch wenn es nur dunkel und schwarz und grau alles irgendwie aussieht, man möchte trotzdem so eine gewisse Tiefe und Schattierung setzen, sodass die Motive zum Leben gebracht werden. Und ja, hier zeige ich euch als erstes meine erste Karte, die ich mit der kleinen süßen Miss Wednesday aus dem ersten Stempelset gewerkelt habe. Und das ist das hier. Ihr wisst ja, ich hänge gerade wirklich sehr intensiv in der Slimline-Karten, also an dem Slimline-Format beim Kartendesign. Irgendwie hier gefällt mir die Fläche von der Größe her. Ich habe genug Space sozusagen, Platz, um meine Gedanken und mein Design sozusagen zu entwickeln. Und deswegen tendiere ich auch öfter zu solchen Karten. Nichtsdestotrotz versuche ich wahrscheinlich mit den anderen auch ein bisschen was anderes zu werkeln, aber das kommt mit der Zeit. Erstmal möchte ich alle kolorieren soweit, weil das kostet mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und wie gesagt, dabei fühle ich mich auch gut bei dem Alltag, was uns gerade so auch umgibt letzter Zeit. Und diese Zeit gönne ich mir. Und so wie ihr sehen könnt, hier habe ich eiskaltes Händchen noch positioniert. Den Spruch aus dem ersten Preview-Set, in a world full of Mondays, be a Wednesday. Für diesen Spruch und für die kleine Süße habe ich mich in dem Sinne so entschieden, weil der erste Preview-Release-Tag war ein Montag. Und aus dem Grund war es für mich wirklich sehr, also irgendwie selbstverständlich, dass ich den Monday, also Montagsspruch hier mitnehmen wollte, indem ich auch meine Community sozusagen ein bisschen aufmuntern wollte im Stil Miss Wednesday. So, genau. Und den, also auch typisch für mich, wie einige von euch wahrscheinlich schon das gesehen haben, ich mag sehr gestempelte mit ausgestanztem zu kombinieren. Da es stand das in dem Sinn, dass ich hier den Wednesday, das Wednesday-Wort dann maskiert habe und es dafür aber ausgestanzt habe. Übrigens mit einer wirklich sehr, sehr coolen Stanze mit Alpha von meiner lieben Manu, das ich zum Geburtstag bekommen habe. Das ist übrigens von Sisix und Team Holz, falls euch das interessiert. Wenn ihr übrigens Fragen habt zu den Materialien, die ich sonst verwende bei diversen Projekten von mir, dann und das jetzt nicht aufgenommen wurde in Watch Me Craft Video, dann fragt ruhig in den Kommentaren zu den jeweiligen Videos. Ich versuche euch immer zeitnah eine Rückmeldung zu geben und auf eure Fragen einzugehen. So, und das zweite und für heute letzte Kartinspiration, die ich es geschafft habe zu verwerkeln, ist auch die kleine süße Enid, die beste Freundin von Miss Wednesday, habe ich auf dieser Karte verwerkelt, auch typisch in meinem Stil, gestempeltes mit ausgestanztem kombiniert. Ich habe hier ein paar Herzchen, die sich koordinieren und ja, koordinieren ein bisschen mit den Herzchen auf ihrer süßen Mütze. Genau, und ja, auch koloriert in No-Line-Coloring-Technik. Ich hoffe, die kleine Süße gefällt euch. Ich habe die kleine ein bisschen in dem Sinne abgeändert, als ich hier so kleine Wimpern gezeichnet habe. So fand ich die Süße irgendwie noch lebhafter. Daher habe ich mir erlaubt, das noch zu machen. So, das war das Release-Preview zu diesem Monat. Ich hoffe, meine ersten Karteninspirationen haben euch gefallen. Und das Video natürlich, wie ich das bis jetzt präsentiere. Wenn ihr immer up-to-date sein möchtet, was rund um Handcrafts bei Melli passiert, dann abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. So werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich was Neues hier hochlade und das vielleicht sogar gemeinsam mit euch werkle.
in diesen sogenannten Watch Me Craft Videos. So. Genau, und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil wahrscheinlich für einige für euch, zumindest für diejenigen von euch, die an dem Giveaway sozusagen teilnehmen oder teilgenommen haben. Wie gesagt, zu gewinnen gibt es ein Stempelset aus dem vorherigen Swissy Release, was ich euch gezeigt habe im letzten Monat. Und der Giveaway war sowohl für diejenigen, meine Follower auf Instagram, als auch auf diejenigen auf YouTube, aber es gibt einen einzigen Gewinn. Das heißt aber für die Teilnehmer, diejenigen, die mich sowohl auf beide Channels dann folgen, würde dann heißen, die haben doppelte Chance auf den Gewinn. Ich wollte es nur für euch erklärt haben. Ich würde nur denjenigen Gewinner bitten, sich innerhalb einer Woche mit mir dann in Verbindung zu setzen, falls derjenige dann seinen Namen hier gleich gezogen hört. Ich gebe euch eine Woche ab Veröffentlichung von diesem Video, ob ihr jetzt hier als Kommentar schreibt, also oder mich auf Instagram anschreibt oder auf mein E-Mail, werde ich auch in der Infobox zu diesem Video auflisten. Genau, also auf jeden Fall habt ihr oder hat der oder diejenige eine Woche Zeit ab Ausstrahlung von diesem Video und derjenige ist dann damit einverstanden, mir seine Adresse oder ihre Adresse mitzuteilen, dass dieses Giveaway steht in keinerlei Verbindung mit Meta, YouTube, Social oder irgendeinem anderen Social Media Kanäle. Wie gesagt, das ist gesponsert von CC Design und ich habe mich dafür dann selbst entschieden, das durchzuführen. Ihr kennt ja, es gibt ja gewisse rechtliche Sachen drumherum, die zu erwähnen sind. Alle wichtigen Infos findet ihr auch in der Infobox dazu. So, genau. Ich glaube, damit bin ich dann fertig. Und genau, jetzt ziehe ich gleich einen von euren Namen. Ich drücke euch die Däumchen. Und dann ist... So, hier haben wir einen ersten Namen. Paper Gems by Juice. Herzlichen Glückwunsch! Du bist die Gewinnerin, die als erste in dem Sinne Anspruch hat auf den Gewinn. Und damit ich euch dann allen zeige, dass das alles recht ist etc., werde ich eine zweite mögliche Gewinnerin in dem Sinne ziehen, falls die erste sich dann nicht bei mir melden sollte. Und das wäre dann die Monika Nieb. Also wenn die Miss Paper Gems by Juice sich innerhalb einer Woche dann nicht meldet, würde ich sagen, dass Frau Nieb oder Monika Nieb, du darfst dich auch dann bei mir melden und dann gucken wir, wer dann derjenige ist, der denn das neue Stempelset, was ich hier vorliegen habe von den Swissies, dann kriegt. So, herzlichen Glückwunsch an der Gewinnerin und bitte melde dich zeitnah bei mir. Du hast eine Woche ab Ausstrahlung von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß alle beim Zuschauen von diesem Video. Bitte seid nicht traurig für diejenigen, die dieses Mal nicht gewonnen haben. Ich werde demnächst wieder was Neues hier organisieren und da habt ihr wieder Chance auf tolle Gewinne. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr rübergeschaut habt. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Liebe und kreative Grüße, eure Melli. Ciao, ciao.